Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir waren als ATV Zeuge von einem imposanten Symposium. Ein Symposium der Superlative, das zum Thema die postkoronale Gesellschaft hatte. Die postkoronale Gesellschaft mit Referenten, die über die Zukunft, über das Klima, über die Gesundheit, über die Wirtschaft referiert haben. Man kann den Veranstaltern nur gratulieren und wir als ATV sind dankbar, auch dabei gewesen zu sein. Das ist die Aufgabe eines Bürgermeisters. Als eine wichtige Instanz finde ich, ohne das jetzt großreden zu wollen, das ganze Werkel, das so immer ein bisschen explodiert, zusammenzuhalten. Eine gemeinsame Geschichte zu erzählen, das sollten wir tun. Und so, glaube ich, können wir auch aus dieser Krise und werden wir auch aus dieser Krise herauskommen. Im Wesentlichen lernen wir aber dann nach der Geburt mit unserer Umgebung, mit unseren nahen Menschen, zu Beginn die Mutter, von die wichtigen Personen, die Beziehungserfahrungen. Da macht das Gehirn einen nächsten neuen Sprung. Eine gesunde Kultur pflegt ihre Alten. Und hat eine, die Alten haben eine Wertigkeit in einer gesunden Kultur, weil es eine Form von Luxus ist. Ja? Wenn ich das nicht mehr habe und der alte Mensch, weil er nicht mehr produktiv ist, nichts mehr wert ist und momentan spüre ich so gewisse Tendenzen, dass nämlich auch die eigenen älteren Leute schon sagen, ja, ich bin eh nichts mehr wert, ich kann nichts mehr dazu tun. Dann muss ich sagen, Oma, du bist der Mittelpunkt unserer Familie, wir freuen uns, wenn wir die sehen, etc., etc., ja, dann geht es schon wieder ganz anders aus. Also dass wir auf die Herkunft achten, dass wir auf die Region achten, dass wir froh sind, dass wir aus dem Umfeld einkaufen können, dass wir da überhaupt noch Händler haben, dass wir Geschäfte haben, dass wir Wirtshäuser haben und so weiter, ist eine Riesenchance, die wir aber auch erst noch viel stärker überhaupt zum Leben erwecken müssen, jetzt nach der Pandemie. Diese Scheinheiligkeit, Fridays for Future, ne, am Freitagvormittag, tun wir streiken für den Klimawandel oder Klimaschutz und am Nachmittag sitzt man dann im Flieger, ich möchte jetzt keine Airlines nennen, aber Billigflieger, um 60 Euro mit dem Ticket nach Rom. Mir geht es ja selber so, dass ich zwar ja Architektin bin und eigentlich mich ja für Räume sehr stark interessiere und mir dennoch nicht annähernd alle Pavillons gemerkt habe, wie die innen ausgeschaut haben. Aber der Österreich-Pavillon, der ist in Erinnerung geblieben, weil es eben ein sinnliches Erlebnis war, das man mit dem Körper wahrgenommen hat und nicht nur übers Gehirn. Die Generationen verändern sich, die Generationen haben andere Anforderungen. Und wie gehe ich als Organisation damit um? Oder auch das Thema Nachhaltigkeit. Die jungen Generationen, das ist denen ein enorm wichtiges Thema. Kann ich als Organisation keinen Beitrag dazu leisten? Kann ich das einfach ausblenden? Ich glaube nicht. Was wir auch immer wieder nachdenken, ist ja das, dass wir auf der einen Seite in einer Welt leben, in der wir aus allen Perspektiven unsere Welt betrachten können, ja, toll darstellen können. Auf der anderen Seite schaffen wir es nicht, das Elend der dritten Welt teilweise zu lindern. Wir haben Leute, die an den Grenzen stehen und so weiter. Also ich denke, dass gerade solche Veranstaltungen wie hier notwendig sind, um aus verschiedenen Blickpunkten diese Dinge auch zu beleuchten. Was lernen wir aus schwierigen Zeiten? Was lernen wir aus der Pandemie? Und da konnten wir natürlich auch intensiv feststellen, dass sich die Digitalisierung und auch viele Bereiche unserer Gesellschaft intensiv weiterentwickelt haben. Das Smart Home Office ist ein integraler Bestandteil einer Wohnung und soll allen Mitbewohnern die Möglichkeit geben, es zu verwenden. Es stellt sich individuell auf das einzelne Verhalten der User ein. Das heißt, für einen Kind wird der Tisch natürlich kleiner gemacht, für einen Erwachsenen, der 6 Stunden bereits am Tisch gesessen ist, wenn er es so lange schafft und aushält, kommt ein nettes Info, dass er ein bisschen hochfahren soll und über die digitalen Schnittstellen wird dann auch der Arbeitsplatz entsprechend angepasst. Insofern gilt es, diese Chancen der Digitalisierung im Arbeitsumfeld zu nutzen, auch nach Covid,
aber auch über Belastungen nachzudenken, die hier auftreten können, eine kritische Reflexion zu machen, wie können Mitarbeiter mit mehr Digitalisierung in Zukunft gut umgehen, wie können sie das bewältigen, wie können sie mit der Kommunikationsflut umgehen. Auch das ist enorm wichtig. All diese Technologie, die da drinnen steckt, haben wir natürlich dann auch nicht nur gemacht, um Menschen mit Sehbehinderung weiterzuhelfen, sondern natürlich auch, die in unsere Produkte zu integrieren, um Leuten mit diversen Behinderungen und beispielsweise Seh-, Hör-, mentale Behinderungen etc. weiterhelfen zu können, produktiv am Arbeitsalltag teilzunehmen. Es ist auch kein Zufall, dass jetzt sozusagen Währungen, Kryptowährungen explodieren, die Zahlungsmittel in diesem Metaversum werden. Zum Beispiel Decentraland, eine eigene Kryptowährung für Virtual Realities. Wichtig ist auch eine wichtige Säule Lehrlingsausbildung. Mit 14 Lehrberufen können, dürfen wir ausbilden, haben wir diese Ausbildungsberechtigung und dazu haben wir, was uns besonders auszeichnet, eigene Lehrwerkstätten. Wir haben Lehrwerkstätten neben der Produktion im Metall, Holzbereich, Elektroniklabor, Schweißtechniklabor und dann haben wir noch zusätzlich noch Unterrichtsräumlichkeiten für die Fachkunde. Wenn ich jetzt 4 Stunden durcharbeite, dann habe ich danach meistens einen Abfall und bin dann für einige Stunden nicht einsatzfähig. Also so, wenn ich diese Kurzpausen einhalte, dann habe ich konstante Leistungsfähigkeit und bin auch nach dem Arbeitstag nicht so erschöpft, wie wenn ich keine Pause gemacht habe. Alle diese Krisen, die wir haben, menschengemacht sind. Die kommen nicht wie Mana vom Himmel in der Bibel, sondern die sind durch Menschen verursacht, durch Menschen verstärkt, durch unsere Art zu handeln, durch unsere Art zu produzieren, so gemacht. Das heißt aber auch, und das ist ja das Gute daran, sie können zum größten Teil auch durch Menschen, durch menschliches Wollen, durch menschliches Tun gelöst oder entschärft werden. Es war wie ein intensives Universitätsstudium. Ich habe so viel mitnehmen können, so viel Neues, Inspiratives gehört. Visionen haben sich bei mir aufgetan, was für mich auch die Positionierung dieses 9. Symposiums war den Menschen in den Mittelpunkt unserer Überlegungen zu stellen, über neue Wertekodizes nachzudenken. Und alle diese Positionen sind für mich übererfüllt worden. Diese Resonanz hat mich bestärkt, dass wir hier auch auf dem richtigen Weg sind, dass wir die technischen Möglichkeiten genutzt haben. Und ich will auch sagen, dass es wichtig ist, auch natürlich den wissenschaftlichen Background auszuleuchten und zu betrachten. Und wenn man eine Plattform hat, die das transportiert, kann ich nur Danke sagen.